Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge 188 von Avorion. Ja, wir haben immer noch nichts gefunden. Wir müssen noch weitersuchen. Letztes Mal haben wir die Forschung gemacht. Da haben wir ein bisschen was abgelevelt. Und naja, wir müssen weiter gucken, dass wir jetzt irgendwo mal ein schwarzes Brett finden, wo dann diese Geschichte dran steht von der Bruderschaft. Ne? Dann würde ich sagen, nach dem Intro schauen wir uns das gleich an. So. Gucken wir mal. Hier sind wir. Und Reparaturdock. Ich weiß nicht mehr, ob wir die schon alle angeguckt haben. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Schwarzes Brett, Ressourcenknappheit. Ne, das war es nicht. Schwarzes Brett, auch kein Auftrag. Und Handelsposten. Schwarzes Brett, auch kein Auftrag. Okay, das war definitiv wahrscheinlich nicht hier. Gehen wir weiter springen. Da ist auch noch was. Flux dahin gesprungen. Berechne mal bitte die Sprungroute. Danke. Lade Hyperraumantrieb und Jump. Ja, gucken wir, dass wir im nächsten Sektor vielleicht Glück haben. Aber ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass wir da nicht so ganz erfolgreich sein werden. Wir müssen definitiv wahrscheinlich weiter an den Kern. Aber werden wir gleich sehen. Ein Tempel oder was ist das? Das Logo da auf dem Werbeschild würde dafür sprechen, ne? Also, das war falsch, das ist richtig, aber Bergbauschiff. Komm, wir gucken mal, ob das Bergbauschiff uns was zu sagen hat. Verzieh dich. Okay, auch eine Äußerung, ne? Ah, okay, weil wir vielleicht mit denen nicht so ganz lieb Freund sind, ne? Dann halt nicht. Oh, Leute, warum gibt es hier nur noch Risse? Ja, dann ist es halt so. Das bedeutet wieder hierhin. Dahin. Gibt es hier irgendwo was? Nee, ne? Zack. Starten, weg ist er. Der kommt schon über den Riss drüber, nur wir nicht, ne? Komm, Koordinaten eingeben, wir springen dahin und gucken, ob wir da was entdecken, während der über den Riss springt. Da sind ja bestimmt noch ein paar Sachen zu erfragen, will ich hoffen. So ein grüner Blob sollte sein. Pinker Kopf und roter Kopf sind die gefährlichsten Torpedos. So, hier ist nur eine Schiffswerft. Schwarzes Brett, kein Auftrag. Gut, dann war das nicht erfolgreich. Der andere springt noch, glaube. Hier ist noch ein grüner Blip. Das heißt, wir fliegen mit unserer kleinen Drohne weiter. Und gucken, dass wir da... Ja, hier ist Sprungreichweite. Einmal aufladen. Und springen. Während ich nicht glaube, dass wir da was finden, aber... Bevor wir warten, bis der da gesprungen ist, können wir trotzdem mal nachgucken, ne? Vielleicht finden wir ja was Tolles. Eine Goldkiste oder so. Torpedoschweifer haben die gleiche Farbe wie der Kopf. Der Sprengkopf. Okay, N. Ja, hier gibt es ja schon mal auf jeden Fall ein paar Sachen, die man mehr fragen kann, ne? Gibt's nicht. Lieferung. Gibt's nicht. Lieferung. Und Lieferung. Auch nix. Okay, schauen wir mal weiter. Der springt immer noch. Jetzt haben wir nur noch einen grünen Blip. Nehmen wir den. Dann geht die Reise dahin. Alles berechnet. Steht da irgendwo? Ja, jetzt sehe ich es leider nicht mehr. Stand da vielleicht, dass der andere gesprungen ist? Ich weiß es nicht. Ich hörte auch ein Blipper mehr, aber weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht nicht.
Gucken, ob da unten noch was steht. Ob Traveler hier irgendwo hingesprungen ist. Steht das da? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Ja, steht da nicht mehr. Hier rein. Handelsposten gibt es hier. Einmal das F und einmal die Schwarz. Lieferung, Dinge, Floh. Finde die verschwundenen Frachter. Nee, das ist aber nicht das, was wir haben wollen. Okay. Dann da weg und dahin und der springt immer noch nicht hin. Ah, jetzt hat er es geschafft. In Schiff in Sektor wechseln. Traveler, ja. Dann schauen wir mal, dass wir da hinkommen, oder? Dann sind wir im Traveler. Oh, nee, ne? Das kann ja jetzt nicht sein, oder? Koordinaten eingeben. Wir springen kurz davor. Schauen wir. Ein Riss nach dem anderen macht überhaupt keinen Spaß, sowas. Sprungroute nach 246 minus 1 wird berechnet. Sprungroute ist berechnet. Haben wir eine Abkühlzeit? Wahrscheinlich, ne? Weil der ja schon irgendwo hingesprungen war. So. Schiff, Bergbauschiff, schweres Bergbauschiff. Kann man die was fragen? Aha. Okay. Schweres Bergbauschiff. Okay. Kennen wir schon, brauchen wir jetzt nicht. Kennen wir auch schon. Ist nicht mehr, okay. Ja, dann nützt es nichts. Wir sehen tatsächlich wieder rüber. Das würde, nee, da nicht, sondern da. Und dort und dort. Und schnell und starten. Weg ist er. Wir gucken auf die Karte und können hier nochmal was gucken. Und müssen dahin. Fliegen wir da ein. Das Dröhnchen dreht sich. Und er lädt auf. Und springt. Wollen wir hoffen, dass es schneller geht mit dem anderen, mit dem Traveler. Dass er diesmal nicht so lange braucht zum Springen. Ich habe auch gar nicht auf die Zeit geachtet. Die steht da, glaube ich, immer, ne? Wir werden sehen. Okay, hier gibt es ganz viele schwarze Boards. Die wir erfragen können. Kein Auftrag. Kein Auftrag. Kein Auftrag. Kein Auftrag. Ressourcenknappheit, okay. Stahlfabrik XXL. Auch nix. Ressourcendepot. Kein Auftrag. Waffenfabrik Zuliefer. Kein Auftrag und gibt's ja schwarze Bretter, ne? Könnte man auch so einfach haben, oder? Ah. Naja, mir ist es noch aufgefallen. Alles klar. Oh, können da rüberspringen. Und aber er ist auch schon da, ne? In Schiff wechseln. Nach Traveler hinwechseln. Ja, gucken wir mal da vorbei, ne? Hier gibt's nix. Da gibt's nur ein paar Dingens, wie heißt es? Springen wir da hin, ne? Da, dort. Sprungroute wird berechnet. Route berechnet und jetzt geht der Hyperraumantrieb geladen und dann springen wir los. Sehr schön.
Sieht so ein bisschen aus, als ob das Schiff durchhängen würde an den Enden. Kann aber auch nur von der Aufnahme des Bildes herrühren. Da. Ressourcenknappheit, Ressourcenknappheit, Ressourcenknappheit. Gesucht, tot, nicht lebendig. Benötigen ein Kopfgeld hier. Das Ziel wird wegen einer Vielzahl von Verbrechen gegen Zivilisten gesucht. Mehr Details folgen, wenn Sie den Auftrag annehmen. Nee, ich glaube, das ist nicht das, was wir brauchen. Gut, Koordinaten dahin. Da ist es. Fliegen wir darauf hinzu. Antrieb lädt. Und wir springen. So, hier gibt's gar nichts. Nur uns und zwei Tore, okay. Ja, dann würde ich dahin springen wollen, oder? Ja, macht am meisten Sinn vielleicht. Und auf geht die Reise. 9 Sekunden Abkühlzeit, die wir dann doch schneller minimieren jetzt. Hyperraumantrieb lädt auf und wir springen. Sehr schön. Die Standardmaßeinheit für Geschwindigkeit ist Meter pro Sekunde. Eine scheinbar langsame Geschwindigkeit von 100 Meter Sekunde entspricht tatsächlich aber 360 km/h. Ja. Okay, hier gibt es Piraten, die für uns jetzt nicht so wichtig sind. Finde ich verschwundenen Frachter? Nö. Gibt es sogar zweimal. Piraten greifen den Sektor an, ja. Nein, wir lassen das jetzt. Und springen weiter dahin. Wo müssen wir hin? Nach da oben. Und auf geht die Reise. Die werden sich schon selber helfen können hier. Okay, das war's, weil wir ein bisschen schief geflogen sind. Na, das hat auch nicht geklappt. Stabilität, ne, korrekturdüsenmäßig ziemlich schlecht. Na komm, die Ausrichtung muss jetzt wieder passen. Sehr schön. Und diesmal springen wir. Okay. Na, Ladebildschirm fehlt. Ne, da ist er. Und das ging diesmal schneller. Dann wieder nix. Sind wieder unter uns. Okay. Ja, zack, Koordinaten eingeben. Ne. Da. Da. Und dort. Das Schiff ist mit Abbauen fertig, da müssen wir gleich mal gucken. Die letzte Lieferung hat er gesagt, ne? Hier ist nichts los. Dann. Achso, das ist, glaube ich, automatisch alles passiert, oder? Das ist ein Spielerhandelsmenü. Achso, okay. Spielermenü. Ich muss noch mal reingucken. Ja, finde den Eintrag. Oh, der hat Level 3 erreicht. Meine 1 müssen wir jetzt machen. Meine 1 ist dort oben. Und der braucht einen neuen Auftrag.
Meine 1 soll weiter Bergbau betreiben und diesmal vielleicht in diese Richtung. Ich weiß nicht, ob die schon war. Machen wir so. Sicheren Modus, sofortige Lieferung. Wir brauchen, ja, das geht alles. Eigentlich kann er auch mal alles sammeln. Ich weiß nicht, wir hatten was verkauft. Vielleicht fehlt uns was, ne? Mach das mal. Das ist schon gut für dich. Weg von der Karte. Hier reingeschaut, da war nichts. Nochmal auf der Karte für uns jetzt. Springen wir jetzt zu irgendwelchen gelben Blips, oder? Aber was anderes ist jetzt gerade nicht. Weil wir da noch nichts entdeckt haben, oder gibt es in dem Sektor nichts? Könnte auch sein, ne? Ah, die Lady ist auch fertig, da müssen wir auch uns drum kümmern. Da ist ein Tor. Das ist schon mal gut. Hier ist leider nichts. Aber ein Wurmloch ist hier. Jetzt gerade noch mal auf der Karte und die Lady. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das die Lady 2 war eben. Gibt es da oben auf jeden Fall etwas? Bruderschaft da. Wer ist das denn jetzt hier? Trevla, das sind wir. Achso, hier, meine 1. Ich glaube, ich habe da einen Haken vergessen, oder? Beide Ladies sind inaktiv. Schauen wir mal, ne? Weißt du was, diese Lady positionieren wir mal neu nach da. Schnell, Gefahren sind 100%, okay. Gibt es keinen Hinterhalt, wenn man einen mit hat. Reisezeit sind 8 Minuten, das ist ja wenig, ne? Aber vielleicht sind die doch hier zu schlecht für. Die sind neutral. Ausgezeichnet. Zack. Nimm die Lady 2 mit und starte mal. Okay, wir hatten hier nichts, ne? Genau, dann müssen wir da nochmal die Karte haben. Achso, wir hatten das Wurmloch hier. Das nehmen wir doch mal mit, ne? Wie weit geht das? Oh, das geht verdammt weit. Oh, da weiß ich nicht, wo wir rauskommen. Aber ich werde es trotzdem nutzen, um einmal die andere Seite zu sehen, ne? Um einmal die andere Seite zu sehen. Einmal durchfliegen, einmal gucken. Kommen wir auf der anderen Seite von der Galaxie raus, ne? Wenn wir ganz nahe kommen, ist ja auch schön, ne? So. Ja, ist vielleicht ein bisschen näher am Ring, ne? Das könnte sein, aber los ist hier schon mal gar nichts. Blipse gibt es, aber keinen Grüner dabei. Fliege mal einmal dahin. Ne, das ist Wurmloch. Ach so, da ist auch gleichzeitig. Ja, das wird schwierig, glaube, ne? Oder? Klappt das dann da? Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen. Ja, so ist es besser. Dass wir jetzt daneben herfliegen. Sonst wären wir nachher durch das Wurmloch wieder geflogen. Kurz da noch einmal gucken und dann vielleicht wieder zurück, ne? Aber ich habe auch keine Ahnung, was da ist. Ladebildschirm dauert noch. Und da sind ein paar Pirates.
Die sich gegenseitig bekämpfen, oder sieht so aus, ne? Ja, Pirat gegen Pirat. Gut, für uns jetzt nicht so interessant. Hier gibt es immer noch nichts. Können wir nur die Koordinaten da eingeben? Ach. Ach, jetzt wollen die noch was wissen. Kann jetzt nicht wegspringen, oder wie? Aber das ist Pillepalle, ne? Bringt mir alle nichts. Einmal weg, nachkommen hier gleich dahin. Koordinaten habe ich eingegeben, aber es passiert nichts, oder wie sehe ich das? Koordinaten, ah, da sind sie. Drehen wir da mal rum. Für euch habe ich leider keine Zeit. Springen wir lieber weg. Gut, dann sind wir wieder beim Wurmloch. Dann würde ich sagen, fliegen wir wieder dadurch zurück und gucken auf der anderen Seite weiter. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.